Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwecker-Helden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner sommerlichen Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Ja, ich würde mal sagen, letzte Woche hat das ja wunderbar geklappt mit meinen zwei Community-Helfern, dem Alex und dem Thomas. Und die haben sich, glaube ich, auch sehr über eure Kommentare gefreut, gehe ich mal ganz stark von aus. Diese Woche bin ich aber tatsächlich mal wieder alleine unterwegs, allerdings nur diese Woche. Nächste Woche geht es wieder weiter mit Community-Helfern. Aber diese Woche hat sich das jetzt nicht so ergeben von der Terminsituation. So, das heißt, ich mache wieder meinen Kampf alleine gegen die Porotonwand. Ihr seht es hinter mir, die Wand ist noch ganz. Ich habe also immer noch kein Gefach rausgekloppt, um die Steine rauszuwerfen, was das aber für Grüne hat. Ich sage mal so hin und her und da quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, dann haben wir jetzt den mehr oder weniger angenehmen Blick auf die, auf die originale Fachwerkwand. Jetzt haben wir hier ein ganzes Stück wieder an Poroton hier raus. Jetzt werde ich gleich mal gucken, was hier mit der Schwelle los ist. Ich glaube nicht mehr wahnsinnig viel, Freunde. Das sieht jedenfalls nicht so aus, dass da überhaupt noch eine Schwelle wäre. Schauen wir mal, was davon übrig ist. Ich meine, das waren wir ja schon gefasst, dass da nicht viel mehr mit los ist. Dann werde ich gleich mal gucken, dass ich die, das einzige Gefach mehr oder weniger mit den roten Klinkern, das ist nämlich noch scheinbar halbwegs original, das ist nämlich auch tatsächlich mit Kalkmörtel verbaut. Das werde ich rauskloppen, dass ich meine Steine jetzt, die zukünftig die Porotonsteine hier alle rauswerfen kann und eben von draußen den Teleskoplader dann davor stellen kann, dass ich sie gleich von hier in die Teleskoplader schaufel. Dann spart man sich eben den Weg hier immer durch das Haus, ne? Ist ja irgendwie klar. So, und dann, was auch noch hier so ein bisschen, jetzt will ich euch natürlich auch noch so ein klein wenig zum Schaudern bringen. So, da haben wir einmal hier, wunderbar, ne, das ist ja die absolute Kunst, schön hier mit Bauschaum in das, das Fachwerk mit abgedichtet. Und hier oben halt auch, ne, bei den Riegeln, wunderbar hier. Und was ich gerade eben noch, wo es mich dann auch geschaudert hat, was ja auch immer wieder geil ist. Dieser Riegel sieht man ja schon, der scheint ja irgendwie mal, vielleicht ist das sogar gar kein Eichenholz, muss man mal gucken. Aber auch hier wieder, Leute, muss das denn sein? Ne? Also das ist wirklich, ja, das sind so diese Momente, wo du mal denkst, so alter Verwalter, ne? Nicht sehr schön. Naja, wie gesagt, damit legen wir jetzt mal los. Hier mal gucken, was mit der Schwelle ist. Und da muss ich wohl oder übel wieder Porotone kloppen, wa? Ja, dann lass uns als allererstes mal einen kleinen Blick auf die Schwelle oder beziehungsweise den Rest davon werfen. Von hier aus gesehen zur linken Seite war mir jetzt schon vollkommen klar, da ist nicht mehr viel übrig, das konnte man vorher schon sehen. Und auch hier, da wo ich jetzt, also der nächste Ständer, wo ich da jetzt gerade am Gange bin, da ist auch nicht mehr viel zu sehen. Da ist irgendwie noch so ein kleines Stück Holz drunter, aber auf jeden Fall nicht mehr die vollständige Schwelle. Die haben sie da wohl irgendwie schon mal bei wegrationalisiert und eben ganz simpel durch ein paar Steine ersetzt. Ja, wie gesagt, verwundern tun uns das jetzt nicht, ne? Ist alles nicht schön, aber genau aus dem Grund haben wir von vornherein geplant, dass hier komplett auch eine neue Schwelle eingebaut werden muss. Ja, und dann habe ich mir überlegt, bevor ich jetzt das große Porotongekloppe wieder anfange, kümmere ich mich erst einmal hier um diese Ecke da oben, die wir jetzt ja so schön freigelegt haben, solange wie das Gerüst jetzt hier noch so steht, dass ich einmal die Wolle da oben rausziehe, ja, dass das erstmal da schon mal erledigt ist und vor allen Dingen auch meine Baustütze, die ich da hingestellt habe, um da diesen abgesägten Sparren da zu stützen. Da habe ich mir auch gedacht, die Zeit nimmst du dir, ne, machst das einmal, naja, in Anführungszeichen ordentlich. Ich habe ja vernünftige Tellerkopfschrauben da und habe mir jetzt überlegt, ich mache, da ist ja schon, ihr seht ja den Querbalken, der da von einem Sparren zum anderen geht und ja schon irgendwie wie so eine Art Wechsel diesen Sparren da mitnimmt und abfängt, aber der ist eben rechts und links nicht so wirklich adäquat befestigt, sag ich jetzt mal, der lag ja auch auf der Porotonschale einfach drauf, ne? Und jetzt mache ich den rechts und links ein bisschen fest, das heißt, ich befestige das Ding jetzt erstmal so schon mal mit Tellerkopfschrauben und mache noch zusätzlich noch ein kleines Kantholz und kleines Ding, eine kleine Dachlatte im Prinzip, da noch drunter so als zusätzlichen Schutz. Also ne, sicher ist sicher, weil ich eben nicht so richtig sagen kann, wie viel Last da wirklich drauf kommt und wie sehr dieser Sparren da nachher nach unten drücken will. Wie gesagt, diese Stütze macht definitiv schon Sinn, da ist also auch schon ganz schön Druck drauf. Hier muss ich übrigens sagen, also dieser Akkuschrauber, ich habe ja hier diesen Parkside
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne? Aber ich glaube, irgendwann hatte ich den mal gezeigt. Meine Fresse, der hat auf jeden Fall richtig Drehmoment. Der hat mir die bei den Tellerkopfschrauben, da sind hier diese TX25 oder was als Aufsatz, ne? Den hat er mir mal eben komplett krumm gedreht. So viel Drehmoment hat das Scheißding. Wenn du so ein Teil da halt in so einen alten Eichenholzbalken reinschraubst, dann brauchst du auch schon ganz schön Kraft. Ne? Das ist schon echt heftig. Und da kann dann durchaus so ein günstiger Torx-Aufsatz oder Bit-Aufsatz dann schon ganz schön in die Knie gehen, sage ich jetzt mal. Ne? So, aber da ist es eben auch umso wichtiger, deswegen auch doppelt gesichert, einmal Tellerkopfschrauben so und dann eben nochmal so ein kleines Stück Holz da drunter. So, und dann habe ich jetzt so als nächstes dann die Stütze natürlich nicht einfach abgebaut, sondern ich habe die wirklich erstmal vorsichtig los, um einfach erstmal zu gucken, kommt da was nach, ne? Man muss dann immer sehr genau schauen, passiert da was, passiert da nichts, knackt das irgendwo oder was, ne? Und habt ihr dann erstmal so ein Stück losgedreht, hat dann auch tatsächlich so den Moment gehabt, dass sie lose war, das heißt also, die ist ja oben noch mit Nägeln gesichert, dass sie nicht umkippen kann, ist ja logisch, aber man spürt dann halt schon, ob sie los ist. So, jetzt war die dann halt dann nach ein bisschen Gekloppe, war die dann lose, ohne dass es jetzt irgendwie geknackt oder sonst irgendwas hätte, hatte ich jetzt auch so das Gefühl, dass sich da oben nichts groß getan hat. Aber ich habe die trotzdem dann erstmal stehen lassen, um zu warten, ob da jetzt wieder Druck drauf kommt. Also so wie ihr sie jetzt da stehen seht, so steht sie jetzt da, hängt praktisch in den Nägeln und ich warte jetzt einfach mal den Tag ab, ob da eventuell jetzt noch ein bisschen Druck drauf kommt im Laufe der Zeit. Ja, und dann geht es los. Ihr kennt das Spiel. Erstmal den Putz so ein bisschen beseitigen. Und dann in der Flucht, wie ihr sie jetzt oben schon seht, da an der nächsten Steinreihe, so diese Ecke, da muss ich jetzt sehen, dass ich dran runterarbeite. Und das ist jetzt vergleichsweise einfach, ne? Wenn die Steine so frei stehen, dass eine Seite schon weg ist und sie sind von oben und man arbeitet dann auch von oben nach unten, dass sie dann auch jeweils nach oben hin offen sind, dann funktioniert das eigentlich relativ gut, will ich mal sagen. Ne? Also relativ einfach. Und ist natürlich nichtsdestotrotz Arbeit. Auch hier wieder, ich hatte ja zwischendurch gesagt, ich mache das Gefach daraus, damit ich die Steine rauswerfen kann. Habe ich dann auch irgendwie festgestellt, so ganz einfach ist das nicht. Jetzt in der Position, wie ich da stehe, kann ich die Steine auch nicht durch so ein Gefach werfen. Und ja, da habe ich mir jetzt überlegt, okay, was soll's, so viele sind es ja nicht. Die werde ich jetzt nochmal nach hinten wegschmeißen, weil das einfach am einfachsten ist, wenn du hier auf dem Gerüst stehst. Und dann jetzt beim nächsten Mal die Porotonschale, die jetzt hinter mir, also jetzt so in dieser Position hinter mir steht, da ist noch einiges zu tun. Das heißt, die Nummer, die ich mir da ausgedacht habe mit den Porotonsteinen direkt durch das offene Gefach nach draußen in die Teleskopladerschaufel, das sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Woche. Aber jetzt hier war das einfach logistisch gesehen noch nicht wirklich umsetzbar. Ne? Da muss man immer so ein bisschen schauen. Das klappt halt nicht immer so, wie man sich das so vorstellt. So, auch hier habt ihr gerade gesehen, Gerüst, ne? Ich arbeite mich jetzt ja von oben nach unten, das heißt, ich muss natürlich auch mal sehen, dass ich das Gerüst nachbastle, immer eine Etage tiefer und tiefer, damit man eben möglichst auf Hüfthöhe mit der guten Makita arbeiten kann. Und jetzt nehme ich euch mal mit in die Ich-Perspektive, damit ihr auch mal so das Gefühl dafür bekommt, wie das ist, wenn man mit der Makita so eine Protonschale abreißt.
Ja, und übrigens, was ihr da seht, dass ich die olle Mineralwolle da vorher nicht weggeräumt habe, das war wirklich ein ganz großer Fehler. Das ist mir auch erst eingefallen, nachdem ich ein paar Steine runtergeschmissen hatte. Und das war jetzt etwas dösig. Das hätte ich natürlich vorher machen sollen, dass ich die alte Mineralwolle da aus diesem Bereich wegnehme und in einen Sack packe. War jetzt nicht so schlau. Ne? Ich meine, gut, andersrum, dann fallen die Steine etwas weicher. Aber am Ende des Tages ist das dann wieder doppelte Arbeit, weil du das dann hinterher wieder komplett auseinanderklamüsern musst. Ne? Also war jetzt nicht ganz so schlau. Die Hinweise könnt ihr euch also sparen oder ihr macht euch da halt drüber lustig, dass ich das nicht vorher weggeräumt habe. Aber wie gesagt, das ist mir auch schon selber aufgefallen. Wobei ich aber insgesamt sagen muss, es läuft aber auch jetzt hier alleine trotzdem ganz gut. Natürlich nicht so schnell wie letzte Woche. Ne? Ist klar, wenn du noch zwei Helfer dabei hast. Da haben wir definitiv mehr Wandfläche geschafft insgesamt. Vor allen Dingen halt auch wesentlich anspruchsvoller, ne? Was ich ja gerade schon meinte. Eigentlich so hier, wenn die Steine schon so halb da offen sind, ist das eh ein bisschen einfacher. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich habe jetzt hier auch insgesamt zwei Teleskopladerschaufeln an einem Tag geschafft. Also nichtsdestotrotz, auch alleine kann man einiges schaffen. Es ist dann natürlich nur auch ein bisschen anstrengender, weil du natürlich alles selber machen musst. Ne? Sowohl das Abreißen als auch das Abtransportieren, das Ganze hin und her geschleppe und so weiter. Ja, wenn du das alles selber machst, ist das auch entsprechend Arbeit. Und deswegen denke ich mal an der Stelle, ich muss das Gerüst jetzt eh wieder eine Nummer runterfahren. Da können wir uns dann auch mal einmal hinsetzen und uns eine kleine Kaffeepause gönnen. Ja, und so geht an dieser Stelle wie immer ein dickes Dankeschön an euch alle da draußen raus, die so fleißig meine Videos schauen, mich auf meiner Reise begleiten, den Kanal abonniert haben, natürlich auch Likes und Kommentare vergeben und hin und wieder mal meine Videos weiterempfehlen. Vielen Dank, Leute! Ja, und nach der Pause geht es dann in alter Frische weiter. Erst mit meiner kleinen Maschine da noch so ein bisschen Putz wieder beseitigen und dann darf die große Makita wieder ran. Und ich sehe gerade wieder so wunderbar den Blick hier auf meine Arbeitskleidung. Da gab es ja diese Aktion oder gibt ja diese Aktion von Burger Sauerland. Da ist tatsächlich die Größe XL, glaube ich, die war schon nach einem Tag ausverkauft. Aber Freunde, denkt dran, das ist wirklich nur ein Testballon gewesen. Das heißt also jetzt nicht, ich glaube, die haben gesagt, sie planen pro Größe erstmal 10 T-Shirts. Ne? Das ist also keine Großserie, die sie da verkaufen, sondern das ist halt limitiert auf 10 Stück. Ne? Und je nachdem, wie die dann so weggehen, hatten wir ja gesagt, dann kriege ich halt den Rest hier zum Verschenken. Ne? Aber finde ich schon mal cool, dass offenbar zumindest schon mal 10 XL-T-Shirts weggegangen sind. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ne? So, also ja, ich persönlich finde es halt ziemlich cool, dass ich jetzt so als Marke praktisch bei einem echten Klamottenladen auftauche. Schon witzig. Dann habe ich diese Woche auch noch was Witziges gemacht. Da hat mich der gute Alexander, der hat nämlich einen Podcast, der nennt sich Gegenwart und Zukunft, also eine ganz kleine, der hat einen ganz kleinen YouTube-Kanal und macht eben so Podcasts, die dann eben bei Spotify oder sonst irgendwas laufen. Und wer das nicht kennt, also ich kannte das vorher nicht, also den Begriff Podcast, okay, aber letzten Endes, der macht dann so Interviews, ne, so ein bisschen aus der Branche, alle möglichen Sachen, um die es so geht, halt in Technik. Und der hat mich gefragt, Mensch, hier Fachwerk, hast du nicht mal auch mal Lust auf so ein kleines Interview für mich hier, für meinen kleinen Podcast und so. Und ich fand das eigentlich ziemlich charmant, ja, weil letzten Endes ist das ja keine schlechte Sache bei so einem kleinen Ding, da ist ja keine monetäres Interesse hinter oder so, sondern das ist ja auch dann so, wie ich hier mehr oder weniger, das Ganze so ein bisschen ein Hobby und naja, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns dann halt so ein kleines Interview gegönnt, was natürlich, ihr kennt mich, ja, wenn das erstmal mit der Fragestellung und wenn ich erstmal ans Labern komme, hat natürlich das ganze Podcast-Ding da über eine Stunde am Ende gedauert, aber ich glaube, das war ganz nett, der Alex hat sich auf jeden Fall gefreut, ich habe das dann schon mal, das wird wahrscheinlich der ein oder andere gesehen haben, ich habe es schon mal bei mir im Community-Tab gepostet und dadurch hat dieser Podcast, glaube ich, schon 1000 Aufrufe gekriegt und da war der Alex ganz aus dem Häuschen, weil das war der halt gar nicht gewohnt. Ne? Aber ich sag mal so, ich hatte dann gesagt, du, das liegt einfach da dran, weil ich nun mal hier so eine richtig coole Community habe und die sich sowas dann trotzdem auch mal ganz gerne anhören, ne? Auch wenn ich einfach nur eine Stunde lang irgendwelches Zeug erzähle. Wer sich das von euch zufällig noch anhören möchte, dieses Interview, wie gesagt, ist eigentlich ganz witzig geworden. Ich werde das mal hier in der Videobeschreibung verlinken. Ja, dann könnt ihr euch das auch noch anhören bei Zeiten. Den Fachwerker im Podcast-Interview. Ja, ist auch mein erstes Mal gewesen, aber ohne Schnitte, quasi live, war mal ganz witzig. So, ja, jetzt bin ich hier auch schon wieder soweit und kann eigentlich das Gerüst erstmal abbauen.
So, an der Stelle mal ein kleines Negativ-Review zu meiner Schutzbrille. Ich habe ja hier so eine Uvex von meiner Amazon-Wunschliste damals gekriegt und dachte eigentlich, gut, mit Uvex, da machst du erstmal nichts verkehrt, ne? So, aber da kannst du einen Haken hintermachen. Das war jetzt keine mega teure, die kostet irgendwie knapp unter 10 Euro oder so, alles gut. Aber trotzdem erwarte ich da ein bisschen mehr von. Das ist mehr so die Kategorie Einmalbrille. Schaut euch das mal an, wie zerkratzt die ist. Da habe ich einmal, jetzt beim Arbeiten, logisch, ist die natürlich staubig und einmal rübergeputzt, so wie man das macht, so am T-Shirt, einmal abputzen, ne? So, und schon sind die Gläser, das ist so weiches Plastik, arbeitet sie jetzt hier praktisch im Nebel, ne? Also wirklich, Leute, das ist nicht so geil. Kategorie Einmalbrille, muss ich mal gucken. Die war eigentlich so vom Arbeiten sehr geil, weil die nicht beschlagen hat, weil die ganz gut belüftet ist, aber das taucht natürlich nichts, wenn die von einmal dreckig werden, dann gleich den Geist aufgeben. Naja, schönen Dank auch. Ja, vielleicht habt ihr ja zu der Brille noch einen Tipp, wie man die, ja gut, vielleicht mit irgendwie so einer Politur wieder hinbekommt oder vielleicht auch einfach eine andere Brille bestellt, die besser funktioniert. Ich habe ja noch eine andere Schutzbrille mit so einem roten Rahmen. Die hat das Problem nicht, ne? Da kannst du ruhig einfach so rüber putzen, da passiert nichts mit. Aber die ist so seitlich auch so ein bisschen geschlossen. Das ist ganz gut, wenn du hier so Mineralwolle oder so auseinander hast, also so mit staubigen Geschichten. Da ist das super, wenn die so rundum auch ein bisschen geschlossen ist. Aber wiederum hier, wenn du voll am Schwitzen bist bei 30 Grad, dann ist das nicht so gut, weil dann beschlägt die einfach wie die Sau und dann siehst du halt auch gar nichts mehr. Da war jetzt diese Uvex gar nicht schlecht, weil die halt so ein bisschen luftiger gebaut war. Ja, schade, ne? Also da hatte ich mir echt ein bisschen mehr von erhofft. Aber ihr könnt ja mal, vielleicht hat der ein oder andere einen guten Tipp, eine gute Empfehlung, dass ich da noch eine entsprechend neue kriege oder die halt irgendwie wieder fit kriege mit irgendeiner Politur oder was weiß ich, ne? Ob man so eine Plastikscheibe da ja wieder fertig machen kann, weiß ich jetzt auch nicht, aber möglich ist ja vieles, ne? So, dann haben wir das soweit erledigt, die Mauer ist jetzt hier weg, jetzt haben wir nur noch den letzten Rest, aber ihr seht, ich stehe ja nun schon wieder knietief hier in Porotonsteinen, das heißt, der Teleskoplader einmal vorglühen und vorfahren hier und dann geht das Geschleppe wieder los, weil auch da musste ich feststellen, ohne Helfer ist das denn auch doch mehr als erwartet, das ist halt mit drei Leuten auch ungefähr nur so ein Drittel, was du tun musst, naja, und hier jetzt eben dann 1:1. aber auch da wieder, da die Steine jetzt da unten liegen, da ist noch ein beträchtlicher Höhenunterschied zwischen jetzt da unten, wo die Steine liegen und hier oben, wo die Kamera steht, hätte das jetzt auch nichts gebracht. Also ich habe es mir, wenn du vor Ort wärst, dann hättest du gesehen, das macht nichts. Es macht trotzdem keinen Sinn, das Gefach jetzt noch rauszukloppen. Ja, das ist wirklich, dann musst du die Steine da hochschleppen, macht die Sache auch nicht besser, vor allen Dingen, weil da unten jetzt auch noch die ganze blöde Mineralwolle rumliegt. So, erste Schaufel ist voll und das bedeutet, ich kann mal hier übrigens mit meiner neuen Kamerahalterung, ne, mit dieser Schwanenhals-GoPro-Halterung, habe ich jetzt mal eine ganz neue Kameraperspektive, damit erstmal die erste Schaufel Poroton auf den Anhänger bringen, der mittlerweile auch schon ziemlich gut gefüllt ist, wie ihr seht. Ja, das ist also dieses Mal, ist er wirklich richtig voll und und da muss man dann immer gucken, bei so einer breiten Schaufel ist das dann tatsächlich gar nicht so einfach. Da sieht er so ein bisschen unbeholfen aus, aber es ist wirklich nicht so einfach, je nachdem wie die Steine auf der Schaufel liegen, bei so einem Riesending, das dann so auf dem Anhänger zu verteilen, dass es wirklich auch vernünftig ist. Da muss ich gleich nochmal von Hand so ein bisschen dran. Ne? Das lässt sich nicht vermeiden bei so großen Steinen. Wenn die nicht passig liegen, dann kann es sein, dass die wirklich den doppelten Platzbedarf haben. Und wenn du die einmal so ein bisschen in Anführungszeichen sortierst, dann kriegst du da nochmal locker zwei, drei Schaufeln drauf oder so. Ne? Weil vom Gewicht her ist das erstmal kein Problem. Dieser ganze Poroton-Mist, der ist ja vergleichsweise leicht, ne, bei dem Volumen. Und das ist schon so ein bisschen was anderes, als wenn du da jetzt nur Ziegel- und Betonreste drauf hast. Da muss man schon gucken. Da hast du ruckzuck, der Anhänger hat 6 Tonnen Nutzlast und dann bist du schon sehr schnell bei 6 Tonnen. Ne? Aber da, ich würde jetzt mal so grob schätzen, auf dem Anhänger sind jetzt vielleicht so 4 Tonnen oder so. Ne? So, hier jetzt auch wieder, seht ihr ja, ganz wichtig, das Trennen von Papier und Schutt muss man immer machen. Und ja, da kümmere ich mich natürlich auch drum, deswegen mache ich hier so ein bisschen Handarbeit, damit es da später beim Entsorger keinen Ärger gibt, sozusagen. Ja, dann, ja, was haben wir diese Woche noch gemacht? Ne? Also jetzt, klar, ich bin jetzt da gerade den Schutt am Wegschlüren. Was haben wir noch gemacht? Ich habe mich um eine Bautoilette gekümmert. Ja? Ich habe ja mein Nebengebäude immer noch nicht wieder angeschlossen. Also sprich, die Toilette, das Wasser ist ja alles noch out of order. Und da muss ich mich auch mal irgendwie dieses Jahr noch drum kümmern. Aber jetzt hier von wegen BG und Mitarbeiter und so weiter hier auf der Baustelle brauche ich halt auch irgendwie ein bauseitig muss ich eine Toilette haben.
Und da habe ich mir jetzt zugesehen, dass ich diese Woche mal so ein Ding organisiere. Das heißt, nächste Woche habe ich dann auch eine Bautoilette hier. Und dann kann man schon fast sagen, ist das hier so eine Art richtige Baustelle. Ne? So mit Baumaschinen, Baukran, Bautoilette und so. Ne? Da wird das schon nicht offiziell hier. Schon interessant. Und da muss ich mal gucken. Die möchte ich gerne irgendwo da hinten, da an meinen Mount-Fachwerker da irgendwo platzieren. Möglichst so, dass er nicht mitten in der Sonne steht. Muss ich mal schauen, ne? Wo ich da ein schönes Plätzchen finde für so ein stilles Örtchen sozusagen. Und mal gucken, da gibt es ja auch zig unterschiedliche Kabinen, ne? Also irgendwie mit allmöglichen Pipifax dabei. Mal gucken, auf was meine Wahl da fällt, ob ich so eine Deluxe-Kabine mir gönne oder ob ich doch einfach mal eine ganz einfache 0815 nehme. So, Hauptsache ist irgendwie eine Brille drauf oder was, ne? Muss ich mal sehen. So, ja, was haben wir hier? Seht ihr, jetzt muss ich da noch so ein bisschen, deswegen trage ich übrigens auch noch die Schutzmaske, ja, dass ich da nochmal so ein bisschen den Schutt auch aus der Mineralwolle daraus dividiert kriege. Die Mineralwolle muss man denn ja wieder extra entsorgen. Da habe ich ja diese bestimmten KMF-Säcke für. Ist dann ja wieder sauteuer und so weiter. Muss ich mal gucken. In der Scheune stehen auch noch, ich glaube 2 oder so. Und im hinteren, ihr seht es ja hinten links da, wo mein Radio zu sehen ist. Da ist auch noch ein Sack. Der ist mittlerweile auch voll. Also da sind jetzt schon wieder irgendwie insgesamt nochmal so 5 Säcke oder was zusammengekommen. Und jeder Sack hat einen Kubikmeter. Ne? Das ist also auch immer nicht wenig, was du sonst noch so aus diesen ganzen Ecken da noch so raus holst. So, dann hier seht ihr das letzte Restchen von der Wand. Da sind noch ein paar Ziegelsteine unten drunter gewesen. Die kloppe ich natürlich gerade weg. Das ist natürlich jetzt hier eine leichte Fingerübung mit meiner Makita. Ne? Einmal ratzifatzi. Vor allen Dingen ganz unten ist jetzt wieder Beton. Und da geht das schon wieder los. Da muss ich mich jetzt, da freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn ich diese Platte, auf der ich jetzt gerade stehe, wenn ich die auseinanderkloppen muss. Weil das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also jetzt hier Protonsteine oder auch irgendwie so eine Mauer zerwemsen. Das geht immer noch einigermaßen, weil du da immer zwischen den Steinen dann die Schwachpunkte angreifen kannst. Aber wenn du wieder so eine kompakte Betonplatte da, vor allen Dingen auch mit Eisen, ihr seht es ja da vorne links vielleicht eben, wenn da noch so Eisen drin ist, ist alles nicht so schön. Naja, jetzt das, was ich eben schon angesprochen habe, bevor ich jetzt den letzten Rest auf den Anhänger packe, muss ich da mal so ein bisschen sortieren. Das geht am besten tatsächlich per Hand, ne, bei den großen Dingern. Das heißt, ich sortiere einfach nur so ein bisschen, dass ich die Steine so ein bisschen in die Lücken werfe, dass ich die so ein bisschen auseinanderbringe, dass sie möglichst wenig Volumen in Kauf nehmen, dass sie nicht irgendwie diagonal aufeinander liegen, sondern dass da halt Platz ist. Ne? So, dann kannst du jede Ecke ausfüllen. Das geht einfach mit der Schaufel nicht vernünftig, weil das ja auch alles so wie der Anhänger da steht und wie ich mit dem Teleskopleiter davor fahren kann und so, ja, halt auch alles immer nicht so einfach ist. Ne? Also da musst du nun mal diesen Arbeitsschritt, das sind 5 Minuten oder was, dann hast du das einmal sauber und dann kriegst du die anderen oder die nächste Schaufel auf jeden Fall noch sicher da drauf. So, und auch hier seht ihr schon die Betonreste, ne? Aber es ist am Ende ja auch nicht viel. Und ich muss mal gucken, dass der Anhänger jetzt auch abgeholt wird, dass ich den wieder frisch habe, weil wenn nächste Woche dann vielleicht der nächste Helfer hier ist, dann werden wir ja wahrscheinlich auch wieder einiges schaffen und das wird wahrscheinlich zu viel sein, als dass es noch auf den Anhänger passt. Da muss ich mal sehen, dass ich diese Woche noch irgendwie den Anhänger getauscht kriege, also einmal den Schutt weg und den leeren Anhänger wieder dahin. So, die Drohne, ihr seht es in sicherer Höhe, dass sie auf gar keinen Fall mit dem Kran kollidieren kann. Den Fehler macht man idealerweise ja auch nur einmal und ich kann euch sagen, ich passe mittlerweile ziemlich genau auf, wenn ich mit der Drohne fliege, dass ich immer genau gucke. So, Feierabend für heute. Ihr seht, es ist auch schon so ein bisschen dunkel geworden. Dann kann der Teleskoplader wieder zum Schlafen in seinen kleinen Schuppen und dann können wir für heute erstmal Feierabend machen.
Ja, meine Erkenntnis war in dieser Woche auf jeden Fall dieser enorme Unterschied. Ja, wenn du das mal mit letzter Woche vergleichst, mit meinen zwei fleißigen Helfern und eben diese Woche, was ich zum einen so geschafft habe und vor allen Dingen auch, wie anstrengend das Ganze ist, wenn du eben alleine bist, ne, ist schon ziemlich extrem. Deswegen freue ich mich natürlich auch drauf, in der nächsten Woche wieder einen fleißigen Helfer hier auf meiner Baustelle begrüßen zu dürfen. Nächste Woche kommt der gute Elmar vorbei. Und ich bin mal gespannt, wenn das Wetter gut ist. Der hat einen alten Opel, hat er mir gesagt. Vielleicht kommt er mit dem vorbei. Ich bin mal gespannt, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, auch für den Elmar haben wir natürlich hier in der nächsten Woche genug zu tun. Und da auch noch eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Das hatten einige in die Kommentare geschrieben. Da muss ich mich auch so ein bisschen entschuldigen. Ich habe jetzt so die Helfer zwar nur so wirklich ganz rudimentär ja nur vorgestellt. Und da müsst ihr natürlich verstehen, da bin ich ja selber auch noch so ein bisschen in der Findungsphase. Und da hatten einige geschrieben, ja Mensch, was machen die denn beruflich? Ne? Stell die doch mal vor und so. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich kann natürlich jetzt nicht immer so ein 20-minütiges Interview mit den Leuten machen. Das sollte auch klar sein, aber so zwei, drei Fragen. Ihr hättet so gesagt, ja, was machen die eigentlich beruflich, wäre ja mal so eine Frage. Und ja, so ein, zwei Fragen könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ich den guten Elmar und natürlich auch die zukünftigen Community-Helfer hier bei der Vorstellung mal so fragen soll, was euch so am meisten interessiert. Ja, so viel jedenfalls dazu. Ich würde sagen, das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt's in die Kommentare. Lasst mir auch gerne ein Like da und hin und her und pipapo. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.